Hallo liebe Freunde, vielen herzlichen Dank fürs Einschalten und willkommen zu einem neuen kleinen Video. Im heutigen Video beschäftigen wir uns mal mit den Vorschlägen, die ich auf Discord bekomme. An der Stelle muss ich mich auch kurz bei meiner Discord-Community entschuldigen, da ich in letzter Zeit immer die Videovorschläge genommen habe, die mir unter den Videos vorgeschlagen wurden. Also, im heutigen Video stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn Nuka von Sire die Aufgabe erhalten hätte, Simba zu töten und Kovu überhaupt keine Beachtung bekommen hätte? Wenn ihr euch für König der Löwen interessiert und euch meine Videos gefallen, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Der Anfang unserer heutigen Theorie und des zweiten Teils wäre tatsächlich ziemlich gleich. Kiara würde die Gegend erkunden und irgendwie auf Kovu treffen. Die beiden würden sich anfreunden und etwas miteinander spielen, bis Sire und Simba das Ganze unterbrechen. Allerdings würde Sire Simba nicht erzählen, dass Kovu der Auserwählte ist, da es in dieser Theorie nicht ganz stimmt. Dementsprechend würde sie einfach Kovu schnappen und dann wieder gehen. Zurück im Schattenland würde sie Kovu ziemlich anmaulen, was ihm einfällt, dass er sich mit Sires Tochter anfreundet. Möglicherweise würde sie ihm auch drohen, denn Verrat würde sie nicht so einfach hinnehmen. Sie würde ihn dann herzlos wegschicken und sich um ihren Lieblingssohn Nuka kümmern. Hier wird es allerdings vermutlich nicht unbedingt ein Wiegenlied geben, denn Nuka war ja schon etwas älter als Kovu. Während sie Nuka also weiter darauf ausbildet, Simba zu töten, treffen sich Kovu und Kiara heimlich weiter. Da Sire langsam von der Sache Wind bekommen würde, würde sie versuchen, Kovu zu beschatten. Allerdings würde Kovu das auch schnell merken und aufhören, sich mit Kiara zu treffen, damit Kiara nicht in Schwierigkeiten kommt. Kiara wäre tatsächlich ziemlich sad, weil Kovu irgendwann einfach nicht mehr kommen würde und sie keinen Plan hat, warum. Nuka würde im Endeffekt den gleichen Auftrag bekommen wie Kovu im Film. Kovu und Vitali sollen bei der ersten Jagd von Kiara ein Feuer legen und Nuka soll sie dann retten. Allerdings wissen wir, dass Nuka etwas tollpatschig ist und eventuell könnte das Ganze nach hinten losgehen. Kovu ist allgemein kein Fan von diesem Plan. Immerhin ist er mit Kiara befreundet. Damit Kiara also nichts passiert, würde er Nuka vorerst verfolgen. Wie im Film auch, wäre Kiara bei der Flucht bewusstlos geworden. Nuka schnappt sie dann und versucht sie aus der Gefahrenzone zu bringen. Allerdings fallen beide in einen Fluss. Nuka würde es nicht ganz hinbekommen, sie zu retten, und Kovu würde einspringen, sie rausholen und dann schnell wieder abhauen, damit sie ihn nicht sieht. Als Kiara also wieder zu Bewusstsein kommt, sieht sie nur Nuka vor sich. Simba würde irgendwann auftauchen und Nuka würde Simba fragen, ob er Teil seines Rudels werden könnte. Ähnlich wie im Film würde Simba zögern und Nuka eine Probezeit geben. Kovu bekam bei der ganzen Sache ein immer schlechteres Gefühl. Immerhin hatte sein Bruder die Aufgabe bekommen, den Vater seiner besten Freundin zu töten. Aber er konnte nichts gegen Sire ausrichten. Denn wenn er sich gegen Sire stellt und ihr sagt, dass das Ganze eine schlechte Idee sei, würde sie ihn vermutlich einfach töten. Also gibt es für Kovu hier nur zwei Möglichkeiten. Er kann das Ganze mit ansehen und einfach nichts tun, oder er kehrt dem Schattenland den Rücken und erzählt Kiara von den Plänen von Sire. Schließlich entscheidet er sich dazu, eines Nachts einfach abzuhauen. Sire wird am nächsten Tag aufwachen und sehen, dass Kovu weg ist. Sie würde ganz genau wissen, was das zu bedeuten hat. Also machten sie und ihr Rudel sich direkt auf den Weg, um Kovu abzufangen und ihn, wenn nötig, zum Schweigen zu bringen. Allerdings war Kovu bereits im Geweidenland und zwar schon auch in der Nähe vom Königsfelsen. Allerdings bekam er jetzt seine Zweifel. Er hatte Angst, dass Kiara oder Simba ihm nicht glauben würden. Also würde er vorerst versuchen, einfach auch nur ins Rudel von Simba zu kommen. Das würde tatsächlich dann auch klappen. Allerdings misstraute Simba Kovu und Nuka jetzt noch mehr. Er dachte, dass Nuka und Kovu eventuell unter einer Decke stecken, um ihn zu töten. Simba würde jetzt noch mehr aufpassen. Und das würde Kovu gerade recht kommen. Kovu würde auch versuchen, dafür zu sorgen, dass Simba und Nuka nie alleine sind. Selbst wenn er nur etwas trinken geht, würde Kovu ihn begleiten. Simba würde das Ganze allerdings irgendwann zu blöd werden und er würde Kovu darauf aufmerksam machen, dass er ihn doch bitte in Ruhe lassen soll. Nuka, der das Ganze mitbekam, würde jetzt darin seine Chance sehen, Simba zu töten. Als Simba am nächsten Tag seinen morgendlichen Spaziergang machte, verfolgte Nuka ihn. Ich persönlich glaube, dass Nuka nicht stark genug wäre, Simba in einem Kampf zu töten. Ich persönlich gehe eher davon aus, dass er ihn hinterrücks angreifen würde. Wenn Nuka Simba hier richtig erwischen würde, könnte er ihn durchaus töten. Also wartet Nuka auf den passenden Moment, um Simba anzugreifen. Als er dann seine Chance sah, sprang er auf Simba zu und greift ihn an. Kovu hatte die beiden jedoch verfolgt. Er sprang auf Nuka und riss ihn von Simba weg. Nuka hatte jetzt keine Wahl mehr und musste zurück ins Schattenland fliehen. Simba würde schmerzerfüllt aufstehen und nicht glauben, was gerade passiert ist. Er wäre anfangs noch etwas geschockt, würde sich dann aber bei Kovu bedanken. Daraufhin würde Kovu ihn zurück zum Königsfelsen bringen. Dort angekommen würde er ihm vom Plan von Sire erzählen. Nuka würde zurück ins Schattenland gehen und Sire davon erzählen. Das Ganze macht Sire ziemlich sauer. Da Simba aber verletzt ist, versucht sie die Gelegenheit noch zu nutzen und greift mit ihrem Rudel das geweihte Land an. So würde es schlussendlich zu einem Kampf kommen, der ähnlich verlaufen würde wie der am Ende von Teil 2. Nur dass Nuka noch lebt und auf Sires Seite steht und Kovu auf der Seite von Simba. Es würde hier wie im Film auch zu einem erbitterten Kampf kommen, der dann endet, als Sire Simba zu Boden schlägt.
Bevor sie jedoch ein zweites Mal angreifen kann, stellt sich Ko schützend vor Simba. Sira war etwas schockiert und überrascht, droht ihm dann aber damit, ihn zu töten, wenn er nicht zur Seite geht. Ko allerdings ging nicht zur Seite. Sira machte das noch wütender und sie schlug zu. Dabei fügte sie ihm eine Narbe über einem seiner Augen zu. Vitani und ein Teil von Siras Rudel waren geschockt. Sie hatten niemals gedacht, dass Sira in der Lage war, ihren eigenen Sohn zu schlagen bzw. auch zu töten, um an ihr Ziel zu kommen. Und als Sira ihrem Rudel nun wieder befahl, anzugreifen, weigerten sie sich. Sie waren nicht mehr bereit, diesen sinnlosen Kampf für Siras Ziele zu kämpfen und wechselten zu Simbas Seite. Nur Nuka blieb auf der Seite seiner Mutter. Aber jetzt seid ihr gefragt, wie könnte es weitergehen? Würden Sira und Nuka angreifen oder würden sie sich zurückziehen? Oder würde Nuka vielleicht auch die Seiten wechseln? Und würde es Sira dennoch gelingen, Simba zu töten oder nicht? Was glaubt ihr? Schreibt eure Theorien für das Ende gerne in die Kommentare. Und wenn ihr neue Videovorschläge habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.